Das sind sie, Lord und Schlumpfi. Schnauze, Schlumpfi. Zwei ultraharte Black Bavarian Splatter-Mettler, die unbedingt nach Wacken wollen. Schlumpfi ist ein Schwammerl. Weiche Schale, weicher Kern. Lord, eine Mischung aus Darth Vader und Captain Sparrow. Der Moment ihres Kennenlernens ist legendär. Wir wohnen im Void auf einer mystischen Lichtung. Auch wieder keltischer Kultblut. Nein. Wir waren auf dem Waldfest in Ermersbach und wir waren beide schon so saubzupfen, dass wir nicht mehr gescheit. Schnauze, Schlumpfi! Gemeinsam erleben sie im Oberland eine Reihe von Abenteuern auf dem Weg zu ihrem Sehnsuchtsort. Eine faustische Heldenreise. Die ist vergnüglich anzuschauen, denn schon nach wenigen Sekunden ist klar, das alles ist nicht unbedingt bierernst gemeint. Also, ich darf ein Bier nehmen, wenn's war. Schnauze, Schlumpfi! Zu sehen sind ihre Abenteuer auf YouTube. Die Anzahl der Fans wächst. Und das sind drei der vier Macher des Internetprojekts. Sabine, Tobi und Peter. Freunde seit Jugendtagen. Mit Eigenleistung, Energie und Engagement haben sie Lord und Schlumpfi ganz alleine auf die Beine gestellt. Diese zwei Archetypen, die man, wenn man sie ja fast nennen muss, die wollen irgendwie erzählt werden. Und die haben aber auch darauf gewartet, dass sich das so fügt, wie sich das jetzt so für uns gefügt hat, mit der Art, wie wir arbeiten und alles. Dick und Doof ist die kriegen kein Soloalbum. Ja, keine. Und so ist das bei Lord und Schlumpfi auch. Es geht natürlich um die Dynamik zwischen Lord und Schlumpfi. Entstanden ist die Figur, ich würde fast sagen, vor fast 20 Jahren schon, weil ich da auf solche Konzerte gegangen bin. Location-Check im alten Kurgebäude von Bad Wiessee. Hier soll bald gedreht werden. Folge 1 und 2 sind schon online, Folge 3 kommt demnächst. Weil sie alles in ihrer Freizeit stemmen, dauert die Produktion eines Teils bis zu 10 Monate. Insofern hätten die drei nichts gegen einen Sponsor. Helfer dat so was wie Geldverdiener schon einmal, dass man halt einfach, ich meine, klar, also den Sprit, den wir haben im Herzblut, das ist ein ganz besonderer und vielleicht auch ein nachhaltigerer als das schnelle Geld. Allerdings ist das halt auch der Grund, warum manche Dinge viel länger dauern. Der Faktor Gaudi haben ist einfach, sagen wir mal, der ausschlaggebende Faktor. Wobei man jetzt halt einfach auch sagen muss, das Produkt, mit dem wir belohnt werden, ist unser eigener Film. Und man merkt den Filmen auch an, dass sie von Menschen gemacht werden, die Spaß dran haben. Aber geht's ihm ein bisschen an frische Luft, dann kriegt's eine Farbe im Gesicht. Was? Bleibt noch die Frage, ob es Lord und Schlumpfi tatsächlich nach Wacken schaffen. Die Macher sind zuversichtlich. Aber sicher nicht heuer. Sonst wäre das schöne Projekt ja viel zu schnell vorbei.